Hallo liebe Freunde der Neugier. Du kennst vielleicht Schwarzlicht aus der Disco oder zum Beispiel von Schwarzlichtgolfen oder aus anderen Situationen, aber weißt du auch, wie Schwarzlicht funktioniert und warum dann bestimmte Dinge total cool leuchten und manche nicht? Das erkläre ich dir heute. Los geht's! Ja, tatsächlich ist Schwarzlicht nichts anderes als ultraviolettes Licht. Das ist ein Teil des Lichtspektrums, was das menschliche Auge gar nicht sehen kann. Jetzt gibt es bei ultraviolettem Licht einmal das UVA-Licht und das UVB-Licht. Bei Schwarzlicht handelt es sich um UVA-Licht. Das ist übrigens auch das gleiche Licht, was im Solarium ausgestrahlt wird und dafür sorgt, dass man kurzzeitig braun wird. Schwarzlicht ist allerdings deutlich weniger intensiv als das Licht im Solarium, deswegen wird man jetzt nicht durch einen Disco-Besuch bräuner. Ja, und wie schafft man das jetzt, dass in der Disco solches Licht ausgestrahlt wird? Da gibt es ja nicht so Röhren wie aus dem Solarium. Und zwar ist es so, dass Neonröhren sowohl sichtbares Licht als auch UV-Licht ausstrahlen und dann wird eben diese lila Folie darauf geklebt, die dann nur noch das UV-Licht durchlässt und das sichtbare Licht ausfiltert. Dadurch strahlen diese Neonröhren quasi alles Licht aus. Das kommt dann nur bis zum Filter und danach kommt nur noch das UV-Licht raus. Neben diesen Neonröhren gibt es aber auch noch Schwarzlicht-LEDs, wie zum Beispiel in dieser Taschenlampe. Da wird das Ganze aber ein bisschen anders gemacht, nämlich da kommt es auf das Material an, das in dem LED verbaut wurde. So, kommen wir jetzt mal zu diesen cool leuchtenden Farben. Und dass diese Farben leuchten, nennt man Fluoreszenz. Wie ihr vielleicht wisst, ist ja Licht eine Art von Energie. Und sobald das Schwarzlicht bzw. UV-Licht auf eine Fläche mit dieser Farbe, mit dieser speziell leuchtenden Farbe trifft, wird diese Farbe zum Leuchten angeregt. Das heißt, da geht Energie rein und durch diese Energie fängt es an zu leuchten und strahlt dieses Licht quasi wieder aus. Und sobald man dieses Licht dann aber wegnimmt, ist sofort die Energieverbindung weg und die Farbe hat keine Energie mehr, um zu leuchten. Bei Fluoreszenz ist das nämlich zum Beispiel anders als bei der sogenannten Phosphoreszenz, bei der Dinge beleuchtet werden und dann längerfristig leuchten. Kennt ihr vielleicht zum Beispiel von so Leuchtanzeigen auf eurer Uhr oder einem Wecker oder keine Ahnung, bei Dingen, die eben im Dunkeln leuchten. Wie Phosphoreszenz funktioniert, zeige ich euch aber vielleicht mal in einem anderen Video. Am besten funktioniert das mit dem Schwarzlicht mit Neonfarben. Die werden übrigens auch sogenannte Tageslichtfarben genannt, weil sie eben beim Tageslicht auch sehr stark leuchten. Diese Farben nutzen nämlich das UV-Licht aus dem Tageslicht. Das können wir nicht sehen, aber diese Neonfarben machen das sozusagen deutlich. Und wenn man zum Beispiel in der Dämmerung durch die Straßen geht und dann vielleicht so ein krass neonfarbenes Plakat sieht, liegt das daran, dass in der Dämmerung das Licht ja viel bläulicher wird. Das wird übrigens auch blaue Stunde genannt. Und da nutzen diese Plakate oder diese Farben eben das UV-Licht aus dem Tageslicht und wandeln das in so eine grelle Farbe um und dann sieht es so aus, als wenn eben diese, wenn es dunkler wird, als wenn diese Plakate leuchten würden. Diesen Effekt machen sich übrigens auch optische Aufheller in Waschmitteln zunutze, denn gerade Waschmittel für weiße Wäsche hat so einen bestimmten Stoff drin, der es so aussehen lässt, als wenn die Wäsche weißer wäre als weiß. Denn bei Tageslicht leuchtet sie quasi leicht bläulich, was wir als besonders weißes Weiß annehmen. Denn oftmals ist so Baumwolle und sowas eigentlich eher so gelblich und durch die Farbe in dem Waschmittel wirkt es einfach hellweiß. Und das ist nur einer der Tricks, die sich die Industrie mit Hilfe von diesen Neonfarben sozusagen zunutze macht. Ich habe auch noch mal ein anderes Video gemacht, wo ich euch ein paar coole Effekte mit Schwarzlicht zeige und was alles so unter Schwarzlicht leuchtet. Schaut das auch gerne mal an, ich finde es ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob man da so viel lernt, aber es sieht super toll aus. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr jetzt ein bisschen schlauer seid, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Schlaumacher.